Juhu, ihr Beauties! In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr ein fancy Just Dancer werdet, um einerseits in eurem eigenen Wohnzimmer glänzen zu können, aber auch natürlich vor Publikum, vielleicht sogar auf der großen Bühne. Gegebener Anlass ist die Just Dance World Cup Offline-Qualifikation in Köln am 16.09. Die Online-Qualifikationsrunden sind jetzt schon vorbei, wo ich mich natürlich super geschlagen habe. Deswegen müsst ihr natürlich eure letzte Möglichkeit noch nutzen, an der Offline-Qualifikation teilzunehmen. Unter anderem werde natürlich ich auf dem Event sein, aber auch viele andere YouTuber, die euch eventuell interessieren könnten. Wie genau ihr teilnehmen könnt, erkläre ich am Ende, aber bleibt jetzt natürlich erstmal dran für die Tipps, wie ihr ein super fancy Just Dancer werdet. Da gibt es nämlich 10 Dinge, auf die ihr achten solltet, wenn ihr vor der großen Jury stehen wollt und natürlich vor denen auch noch punkten wollt. Beinarbeit! Gerade wenn man mit der Kinect spielt, was auf dem Event der Fall ist, da macht die Beinarbeit meistens aus, ob man wirklich die Moves perfekt kriegt. Und das ist quasi das Erste, was man machen muss, um sein richtiges Tanz-Step-Up-Game zu machen. Zum Beispiel bei Single Ladies ist das Bein Key. Wenn ihr das Bein nicht mitzieht, dann habt ihr verschissen. Der Rhythmus. Vertraut auf euer Rhythmusgefühl und lasst euch wirklich vom Lied leiten und weniger von den Bewegungen auf dem Bildschirm, auch wenn manche Songs ein bisschen Offbeat sind, aber das ist wirklich nur in den wenigsten Fällen so. Gerade so Kopf- und Hüftbewegungen sind immer extrem auf den Rhythmus abgestimmt. Mit dem Augenwinkel immer so ein bisschen auf die Piktogramme gucken. Die sind super wichtig, wenn man einen Song zum ersten Mal spielt, weil die so eine grobe Ausrichtung geben, was so als nächstes kommt, aber wenn man die Möglichkeit hat, einen Song öfter zu spielen, dann sollte man wirklich eher auf die Coaches achten, was die so machen. Schnelle und extreme Bewegungen vom meiden. Der Klassiker, der auch super gut auf mich zutrifft. Oft neigt man dazu, extreme Kopf- oder Fußbewegungen zu machen, aber meistens rasten die Tänzer gar nicht so aus. Einfach ganz gechillt bleiben und wirklich die Bewegung ruhig ausführen. Ein ganz wichtiger Tipp ist auch, dass Just Dance ja eigentlich ein Party-Casual-Spiel ist, das für jeden ausgelegt sein soll. Das heißt, es wird sehr viel wiederholt und es gibt meistens zweiseitige Bewegungen und das sollte man sich zunutze machen. Man kann die meiste Zeit fest damit rechnen, wenn es keine Extrem-Choreografie ist, dass man erst nach links geht und dann nach rechts oder umgekehrt oder nach vorne und dann nach hinten. Manchmal gibt es auch so Ausnahmen, wo man dann zum Beispiel zweimal nach links geht, aber das findet man dann auch ziemlich schnell raus. Tanzen vorm Spiegel oder sich sogar dabei aufnehmen. Manchmal merkt man auch gar nicht, was man sich gerade für Shit zusammentanzt und dann ist es eine sehr gute Kontrolle, um sich selber mal so ein bisschen zu evaluieren, was mache ich da eigentlich gerade falsch. Alles nutzen, was man hat. Eine gewisse Körperspannung sollte immer vorhanden sein, man sollte den Kopf mitbewegen und die Hüften und den Arsch. Sehr important. Es sieht sehr steif und stumpf aus, wenn man einfach nur so da sieht, also einfach mal den Körper so ein bisschen mitbewegen, das kommt dann auch mit der Zeit. Andere geübte Tänzer beobachten und sie dann kopieren. Nicht ganz so assi, aber man kann sich sehr viel bei guten Tänzern abgucken und vor allem seine eigenen Fehlerquellen auch identifizieren. Ihr dürft auf keinen Fall Angst vor Fehlern haben und mit zu großem Ehrgeiz rangehen. Natürlich ist es ein Wettkampf und jeder möchte gut abschließen, aber im Endeffekt sollte es doch um den Spaß bei der Sache gehen. Außerdem kann man nur aus Fehlern lernen. Und natürlich lächeln. Wenn ihr Spaß am Tanzen habt, dann zeigt es auch. Es wird gleich viel fröhlicher und vermittelt eine positive Atmosphäre. Jetzt, wo ihr die Werkzeuge habt, ein 1A-Tänzer zu werden, könnt ihr natürlich das Event rocken. Wie gesagt, es findet am 16.09. in Köln statt und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist euch in der Beschreibung unter dem Link anzumelden und dann habt ihr die Möglichkeit, eventuell am Ende vor der Jury mit Julian Bam zu stehen. Wenn ihr dann auf dem Just Dance Day von der Jury auch noch ausgewählt werdet und zu den 4 Besten gehört, dann kommt ihr ebenso ins nationale Finale mit den 8 besten Just Dancern aus Deutschland und wenn ihr das gewinnt, dann kommt ihr sogar nach Paris ins richtige internationale Finale. Ich werde auch als Coach da sein und euch ein paar Tipps geben und euch natürlich anfeuern. Wir können auch ein bisschen quatschen, wie ihr lustig seid und ich würde mich freuen, einige von euch da zu sehen. Alle genauen Infos findet ihr in der Beschreibung. Meine anderen Videos sind noch hier verlinkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst auf jeden Fall einen Kommentar und einen Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, Shaka Bros!